Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich wollte beinahe sagen Fallen Order, aber das war der erste Teil und wir spielen in den zweiten Teil. Also würde das keinen Sinn machen. So, erstmal in den ersten 10 Sekunden aufstoßen. Ne? Und ja, wir haben in der letzten Folge die 9. Schwester geplättet. Ich habe jetzt wieder aus Reflex hier auf die rechte Seite von mir geguckt. Kann ich dich da rausziehen? Oh, warte, muss mal hier gucken. Lass mal hier wieder gucken. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen nicht gespielt. Also, ich komme gerade wieder vom Final Fantasy 16. Von daher muss ich wieder erstmal so eine kleine Eingewöhnungsphase wahrscheinlich haben. Ne? Wie das Spiel hier zu spielen ist. Ne? So, ich bin hier rüber gesprungen, glaube ich. Ne? Aber dann komme ich einfach nur jetzt zurück. Ne? Warte, wir haben in der letzten Folge die 9. Schwester geplättet. Ne? Oh, dauerhaft nehme ich an, ne? Und jetzt sind wir hier, wir sind immer noch in Coruscant. Wir sehen jetzt mal, weiß nicht, was steht denn jetzt hier eigentlich an? Ich glaube, wir müssen einfach nur ja flüchten, ne? Irgendwo stand ja gerade was. Schaffe es bis zum Hangar, okay. Karte, genau. Na, gehen wir mal, ne? Tun wir mal so Freestyle, ne? Ich werde nicht zu sehr auf die Phrase bekommen. Oh, scan. Gong-Druide, genau. Lad mir auf die Zunge, ich wollte das Maus-Druide sagen, aber es sind diese kleinen, ne? So. Habe ich übrigens noch gar nicht hier so reingeschaut, ne? Aber ich lese mir jetzt sowieso nicht alles durch. Ganz ehrlich, habe schon den meisten sowieso hier alle geskippt, von daher macht er jetzt nicht. Boot, Bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Okay. Ich glaube, wir sind ein bisschen in Eile, aber ich gehe noch gechillt durch die Gegend. Oh nein, das Imperium. Nee. Ja. Wie war ich mal noch mal aus mit Kreis? Mein Gott. Schon wieder unnötiger Treffer, den ich gerade eingesteckt habe. Da ist er nicht jemand. Ich habe jetzt auch zwei Lichtschwerter, ne? Ich habe hingewechselt. Hätte ich vielleicht mal einsetzen sollen, aber ja. Komm mal. Oh Gott. Hey, das bin ich. Gott, aber einer. Kannst du einschleichen? Ich mache mal diesen Machttrick. Hey Kollege. Oh nein. Gott. Der macht uns jetzt fertig. Kann ich erstmal den da töten? Ah, Dreck. Mann, ich will das bei ihnen erlegen. Wenn man sich die ganze Zeit... Boah. Ah, da oben ist auch noch einer. Ah, danke. So schwer ist das eigentlich nicht, ne? Einfach nur warten, bis sie einen angegriffen haben und dann einfach angreifen, ne? So, jetzt habe ich aber keine Heildinger mehr, leider. Okay.
Weil ein von diesen Dingern hat irgendwie ein Oh Gott. Ich habe da nochmal X gedrückt. Okay. So. Ah. Damit springen, ne? Oh Gott. Oh Gott, Na. Ah. Muss ich denn da machen? Sah ein bisschen so aus, als dürfte ich da nicht am Ende dranhängen. Oder? Ja. Mein Instinkt schon richtig. Nur die Umsetzung. Kein schlechter Fund. So, wenn jetzt hier irgendwas kommt, hat mich angreifen, dann bin ich tot. So, da muss ich hin. Aber jetzt mit so einer Abkürzung oder so. Und dabei ist nicht schlecht. Weil sobald mich jetzt irgendwas hier angreift, bin ich tot. Weil ich halt nicht hier durchschaffe. Also Meditationsraum wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder Kreis, nicht Raum. Oh. Was geht? Egal zu mir, ne? Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundaxons. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Krass. Aber Gabs. Die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, bitte, ruf die Schiffe. Sei keine Emotion, es gibt nur die Macht. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Darf ich mich erst heilen? Weil sonst bin ich relativ tot. Oder? Hier war grad was. Oh. Pff. Ich kann mit der Macht öffnen, das ist neu. Gott. Oh, das sieht schon aus wie Rätsel. Muss ich nur so ein Ding finden, ne? So eine Batterie. So wie halt ausschaut. Oh. Hm. Oh Gott. Da wartet aber nichts Schönes. Vielleicht muss ich da noch nicht hin, ne? Da ist auch rot angezeichnet, von daher nehme ich an, da kann ich noch nicht hin, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh, danke. Ich muss meinen Geist frei machen. Okay, habe ich gerade einen Punkt bekommen? Ne, dann hatte ich noch übrig, ne? Ich wollte ja sparen, ne? Für irgendwas wollte ich sparen. Ich glaube, für mehr AP, ne? Ja, genau. Ja, es kommt alles zurück. Die Macht befreit mich. Und weiter. Okay. Oh Gott. Ah, jetzt schießen sie alles klar. Das war nicht. Danke. Ja, ich kann ihnen ja so Befehle geben, ne? Soll ich vielleicht mal machen, ne? Ich will noch mehr Action. Wer
der Hangar. Hoffentlich ist die Mantis noch ganz. Ah, nee, war ich gerade. Ne? Oh, ich habe keine Dings. Halt auch irgendwie so Auswirkung auf die. Oh doch. Habe ich auf den gerade jetzt rüber gelenkt. Sehr cool. Meiner. Ja, können wir ruhig mal um die Frontkämpfer. Ich mach die. Komm her. Oh ja. Oh Gott. Damit kann ich ja wieder die Zeit verlangsamen, ne? Aber muss ich irgendwie gedrückt haben. Irgendwie, ich habe da irgendwie so einen Balken unter den HP, ne? Aber ich glaube, der ist nie voll. Deswegen weiß ich nicht, was er machen soll. Okay. Oh Gott, was ist denn der Typ jetzt, wo ich den brauche? Ah. Ah, was habe ich da gerade gemacht? Ah, nee, ich muss. Ja. Wir sind ein gutes Team. Oh, ich dachte, da kam jetzt noch einer. Das ist nicht mal dieser Dreieck-Angriff macht. Ich dachte eigentlich, würde irgendwie so einen Angriff machen oder so, ne? Aber der hat irgendwie so weit nicht so angefangen zu meditieren oder irgendwie so mit einem Kampf. Fand jetzt gar nicht so gut. Ich mal irgendwie so nachgucken oder so ein bisschen rumtesten mit einigen meiner neuen Angriffe. Kann er jetzt auch gar nicht mehr irgendwie verlangsamen? Der eins tun wir jetzt nämlich hier irgendwie diesen einen Typen kommandieren, ne? Irgendwie, da war doch irgendwie hier so sein Hauptding, ne? So Leute verlangsamen. Irgendwie wundert mich, dass ich meine, ich habe hier irgendwie so was gelesen, dass das irgendwie noch auf Level weiß oder so, ne? Ja, okay. So, ich schaue mich nur hier um, ne? Ja, seine Thema ist. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpferkerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Oh, treffen wir unsere alten Freunde wieder. Nein? Okay. Ich bin nur hier. Okay. Wo sind die anderen beiden? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Ja, dann mal raus hier. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Ah, jetzt sind Thai-Suppen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo.
mein Gott. Imperium und fliegen, ne? Habe ich recht? Warum kriegen die halt einfach nicht hin? Oh Gott, da kommt noch wer. So kann man es auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Genau, sind wir ja gerade eigentlich am Fliegen. Ah, oh Mann. Noch ein weiteres Opfer. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschick so lange die Infos. Ah ja. Da sind gerade eine Menge Leute draufgegangen. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Was ist unsere neue Crew? Ah, komm mal. Ja, sie gab es ja auch noch. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Jetzt ja auch irgendwie voll zufällig uns angeschlossen, ne? Am Ende. Ersten Teil meine ich. Meine Pflanzen. Sie, es hat immer noch diesen eiskalten Blick. In der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert. Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus.
Glaubst du, wir schaffen's? Ist das denn sein Nachname? Ich meine, jemals gehört im ersten Teil? So, für Saul Guerrera, Trophäe halten. Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Okay, allein. Oh, nachdem man fragt sich Kerl. Ja, kann ich ja vielleicht mal so lesen. Nach jahrelanger Flucht im Kampf mit dem Pion ist Kerl Kessel zu einem erbitterten Jedi-Krieger geworden. Er führt eine Gruppe von Gesetzlosen bei einem waghalsigen Raub an. Da fahren wir aber jetzt. Aber auch nur die Sachen, die wir jetzt schon wussten. Jetzt nicht irgendwie so. Okay, das ist alphabetisch geordnet. Ich wollte schon sagen, warum ist der Hauptcharakter irgendwie so weit hinten? Also sind das irgendwie den seine Standardklamotten hier, so diese blauen Klamotten? Geht doch mal gar nicht. Okay, was soll ich denn hier aufräumen? Jao Tapal, das war doch der erste Meister hier, ne? Ja, oh, ne, ja, der, genau. Ne, ich habe gedacht, da wäre der eine, der uns hier auf diese Mission geschickt hat hier. Ja, stimmt, Paul, da war unser Meister. Okay. Zusammenbau. Boah. Was ist das? Werkbank freigeschaltet. Lichtschwerter und B1 können jetzt am Werkbank des Spiels modifiziert werden. Du kannst jeden dein Lichtschwerter ändern. Du kannst den Lichtschwerter. Cool. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Nutzt die Werbung. Ah, darauf habe ich gewartet. Konnte man BD auch schon im ersten Teil bearbeiten? Ich glaube, den konnte man so Skins geben, oder? Ne, man konnte ja Mantis Skins geben, ne? Man konnte ja Mantis oder Cal hier so Ponchos und so geben, ne? Schauen wir uns mal unsere Ausrüstung an. Na gut. Nein, ist der Eins-Schwertkampf, die ausgewählt wird, nur eine Klinge genutzt, was der Hälfte des Lichtschwerts entspricht. Werden beide Klingen unabhängig voneinander genutzt. Na gut, gucken wir mal, was wir hier haben, ne? Ich nehme an, das wäre nur so Ästhetik, ne? Und sonst nichts, ne? Ich habe ja hier irgendwie mein Thumbnail, ne? Habe ich ja auch so ein kleines Lichtschwert, ne? Das habe ich irgendwie. Warte mal, überall Geduld. Habe ich gar nicht. Ah, ich kann auf beiden Seiten. Wenn dann schon. Also was machen wir so? Hier machen wir unser Standard noch, ne? Ich nehme mal das ist die Hauptklinge so. Da ist bei zwei Schwertern, ne? Das ist ein Schwerter. Ah, okay. Das ist interessant. Okay, genau so wollte ich das. Nein, so weit bin ich noch nicht. So, ich drücke den falschen Knopf, ja. Dann machen wir hier den anderen, ne? Okay, Materialien. Ich dafür was bezahlen? Nee, ne? Also Gold, komm. Das sind einfach nur Farben, ne? Das ist ja kaum. Ah, kann ich aber nicht beide Lichtschwerter sehr separat irgendwie. War doch hier, guck mal. Nicht schlecht. Grün habe ich leider noch nichts. Ja, weiß ist halt. Nur so ein weißes, mit so Gold, ne? Als Akzent. Sehe ich nicht. Pink. Der Griff kann
Der Griff kann. Der Griff kann. Pink. Oh, wow. So. Ja, jetzt habe ich dickste die Farbe, ne? So, weiß. Oh. So. Da kann ich aber nicht beide ändern, ne? Ich nehme an. Wie hängt denn das so ineinander? Das sind so zwei Haken auf der Seite. So. Okay. Es funktioniert und sieht toll aus. So, BD. Aber hier alles so. Okay. Ja, sieht noch in Ordnung aus. Hier sehen irgendwie komisch aus, die Dinger. Oh. Fassen wir ihn so ein bisschen mit uns an, ne? Das erste Zeug, das sollte ich eigentlich irgendwie offscreen machen, ne? Okay. So, Kampfstil. Schau mal da. Ach, da kann ich den Kampfstil wechseln, ne? Na, ich will schon ein Schwert und zwei Schwerter. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Okay, haben wir das erledigt, ne? Sieht eigentlich so HP-mäßig mit mir aus. Oder nicht? Ja, mal hier hin. Ich glaube, ich bin am. Ja. Okay, cool. Gut, sind wir vorbereitet, haben wir ein cooles Lichtschwert jetzt, ne? Wie gesagt, ich wollte irgendwie. Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Croft hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Okay. Die Federn dieses Schiovogels sollen Glück bringen. Das ist Grease Salzstreuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Diese ganzen Sachen jetzt hier? Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Ja, warte mal, warte. Okay, ich nehme an, ich sammle ein paar Sachen so auf meiner Reise. Man soll halt irgendwie so Flashbacks sein hier. Und die haben mir jetzt irgendwie nicht so viel gesagt von der Story, was passiert ist im ersten Teil. Gut. Wie gesagt, ich will mein Lichtschwert so ein bisschen das aussehen lassen wie das von Revan, mein Lieblings-Star Wars-Charakter. Und das kleine mit Thumbnail-Mannequin, was ich gezeichnet habe, das auch, das sieht man nicht, weil meine Hände über den Griff sind, ne? Aber ich habe das schon so ein bisschen vom Design her so gezeichnet wie das von Revan. Also sein Hauptschwert. Ich weiß nicht auswendig, wie er nochmal aussieht, aber ja. Wenn ich mal genug Sachen habe, kann ich mal gucken, ob ich das irgendwie so nachbilden kann. Ja, vielleicht nicht schlecht. Ne? Und wenn nicht, dann mache ich das einfach pink. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Ja, was? Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Es gibt ja was irgendwo anders aus der Tatooine.
Ah, da Happy Landing. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Nächster Planet, Hype. So. Sehr guter Übergang. Dann komme ich jetzt wieder hoch, wenn ich wollte. Gar nicht. Okay. Schön, sieht doch viel besser aus. Wie sind so klamottenmäßig aus? Mir gefällt die Jacke und so nicht. Mir gefallen die Klamotten, aber nicht die Jacke. Ich habe keine andere gerade zur Auswahl. Ich kann auch keine Jacke benutzen, aber sieht irgendwie noch schlecht aus. Ach, machen wir den. Hemd. Okay. So. Alles klar, gut. Wie heißt der Planet? Bodo? Kobo. Bodo? Kobo. Ich dachte erst vielleicht, das wäre nur der Name von irgendwie eine Stadt auf Tatooine. Weil ja was, ne? Ich weiß ja, was. Ich weiß ja, was gibt es auch auf anderen Planeten, jetzt wo ich darüber nachdenke, ne? Aber ich meine halt so Einheimische. Die sahen irgendwie so aus, als würden die, obwohl, könnten auch irgendwie Touristen sein, weiß ich ja nicht. So. Okay, also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Panzer Tronto. Das ist mal ein Riesenvieh. Gegen das müssen wir sofort von kämpfen, ne? Unser Ziel. Also nichts wie hin. Ein PM, ich kann zu in die Panzer-Holokarte öffnen. Ich kann irgendwas anderes hier markieren. Nein, ich will nicht noch mehr. Ich will die loswerden. Alle Pins entfernen, bitte. Ja. Einer reicht. Na, oder sieht nach einem ziemlich langen Weg aus, aber da kommen wir schon hin, ne? Kann ich noch mal sagen, wie voll unpraktisch das Schiff irgendwie ist von uns? Dieser Riesenflügel da, ne, der kommt mir irgendwie relativ unpraktisch vor. Weil du musst ja immer mit diesen, wenn du den Flügel irgendwie so ausgefahren hast, nach links oder rechts. Ich stelle mir halt irgendwie voll dämlich vor. Was würdest du jetzt sagen? Weil du halt immer irgendwie, weiß ich so, weil du halt immer irgendwie so links und rechts irgendwie so Bonus einrechnen musst. Ich muss mich konzentrieren. Wo du nicht irgendwie, weiß ich nicht. Meditationspunkt entdeckt, sagt er. Ich dachte immer, ich denke immer so im Sinne von, wir haben einen Punkt bekommen. Willst du kämpfen oder chillst du? Okay, du chillst, ne? So, ich habe gesehen, wir müssen gar nicht da lang. Ich meine, wir müssen da lang. Ich dachte, wir müssen hier lang zu diesen Dingen hier. Ja, wir müssen da oben hin, hab ich gesehen. Ich sehe es mir an. Sieht nicht so aus, als würde dieses Tor funktionieren.
Da müssen wir hin, ne? Das ist unenthalten. Und da ist irgendwas am Boden am liegen. Ist das? Ich gern so ein Level up noch, so ein Punkt, wo ich meine AP erhöhen kann. Warte, stopp, stopp. Was? Was ist Wagen? Okay. Konnte man irgendwie sehen? Ja. Ah, du Drecksack. Ja, die kann man sehen. Aha. Kann ich putt machen. Hm. Oh Gott. Aber ja. Verrostet, wie alles andere hier. Dann ist es nicht von Nutzen für uns. Alles klar. Na, dann mal weiter in der Story, würde ich sagen, ne? Mehr gibt's hier nicht. Außer kann ich da hochspringen? Wandsprünge. Weil die sind so gekennzeichnet, ne? Die Wandsprünge. Oh Gott. Ich denke mal zu viel nachher, ne? So, was ich mal ausprobieren will, ne? Was mache ich mit dem Angriff? Was war das hier nochmal? Ach, damit konnte ich Blasterschüsse, glaube ich, weg zurücklenken, ne? Ich mich irre. Okay, gibt's Training. Da kann ich halt zur Not auch noch. Ich glaube, da kann ich bestimmt zur Not auch noch so ein bisschen rumexperimentieren, ne? Also kämpfen. Okay. Dann stecke ich das hier ein. Es hat sein Nest verlassen. Jetzt gehören seine Eier mir. So, ach, ich sollte ja gar nicht holen. Ich sollte ja gar nicht holen, ne? Das ist einfach nur ein Bonus, den ich... Was mache ich hier? Es gibt definitiv Fallschaden hier, ne? Oh, da muss ich hin. Das ist so eine interessante Erfahrung mit diesem Spiel. Weil immer, es ist ein richtig guter Mix irgendwie so von Erkundung und so, ne? Und du musst immer irgendwie gucken, wo du hin musst, und dann hast du noch Rätsel und die Kämpfe sind cool. Druiden? Okay. Die Konfiguration der unbekannten Systeme. Nee, ich glaube, nee, nicht. Okay, gehen wir da später hin. Aber wie hieß auch Konföderation der unbekannten Systeme, ne? Aber warum sollten die unbekannte Systeme? So, oder? Okay, da macht mehr Sinn. Confederation Unknown Systems. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Nein. Ja, jetzt bist du näher gekommen. Schon wieder so einer? Na, komm her. Da habe ich mal zwei Schwerter raus. Ah!
Da musst du gar nicht mehr auf die Ausdauer achten. Aus wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Bedlam Raider? Wo ist Kreese da bloß reingeraten? Was ja voll die Ausdauer einfach ignorieren mit den zwei Schwertern. Sehr cool. So, was? Also hier. Das ist eigentlich schon ein cooles Spiel, ne? So. Von der Gestaltung und allem dann, ne? Ist wie so ein kleiner Film. Der Gameplay sitzt auch. Merkt da möglicherweise den Trümmer auf der. Au! Da war ich geblockt, du Stück. Bist du überhaupt? Was bist du? Sieh dir dieses Ding an. Kreese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Na. Ja. Na, da sehe ich den nächsten Meditationspunkt, aber wie komme ich da hin? Oh. Ich werde da runterziehen. Ja, ich muss da hoch, ne? Halt. Muss ja mal erst alles hier abchecken, so. Das Spiel von einem will, ne? Oh Gott. Nee, war schon. Ist das ein riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl befördert werde? Dann lasse ich andere Druiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Hm, das ist schon ein Dilemma. Ich nehme dieses Dilemma ab. Dilemma gelöst. Sehr geil. So, ich konnte ja gerade untersuchen, aber jetzt ist es weg da. Oh, er hatte recht. Was für ein Ausblick. Jetzt kommt jemand anders und zieht mich darunter. Sehr geil. Das ist eine sehr interessante Atmosphäre, dieses Spiel. Ja. Oh. Was ist das? Nichts, okay. Also verdächtig. Hm. Gute Arbeit. Abkürzung. Abkürzung. Können wir auch kurz zum Heilen. Sehr cool. Also eine Sache, die ich immer an Star Wars spielen mag, dass man irgendwie den NPCs irgendwie oder den Gegnern irgendwie so heimlich zuhören kann. Und dann so ein, das ist eine super Atmosphäre, finde ich. Wenn man den Gegnern einfach so zuhören kann und dann irgendwie mit denen irgendwie so Mist machen kann. Sehr gut, sehr charmant. Hm. Okay. Oh, da ist er immer noch. Okay. Hätte man halt wieder machen können? Ich glaube ja, ne? So. Muss ich lang hier oben oder da unten? Ich glaube da oben, ne? Oder da unten? Ich gehe mal nach oben. Dann kann ich ja sehen, was da unten ist. Ich gehe erstmal nach unten. Oh, wie kann ich nochmal? Ich glaube da unten ist nicht richtig, aber lass trotzdem mal gucken. Ja, ist so weit nach unten.
Nee, okay, hier war. So. Oh, ich bin nicht S. Manchmal habe ich auch irgendwie so die Hoffnung, die sich irgendwie gegenseitig erledigen, ne? Gott. Oh, das ist ein super Kampfdroide. Oh Gott. Ich bin tot. Ja. Okay, da muss ich schon ein bisschen schneller heilen. Wiederherstellung. Ja. Das hat mir das Spiel jetzt erst das Spiel angenommen. Das Spiel jetzt echt angenommen, dass ich hier das ganze Spiel über noch nicht gestorben bin. Das ist ein sehr, was für ein Kompliment. Na gut, warten wir ab, bis ich mehr AP habe. Jetzt irgendwie so ein Trend, hatte ich ja bei jedem neuen Druiden, den ich ja treffe, irgendwie erstmal drauf geht. Okay. Na, diesmal next, okay. Dann soll ich einfach auf ihn losgehen. So. Wo sind meine Dinger? Wo sind meine Erfahrungspunkte? Ich habe den noch gerade erledigt. Sollte ich nicht eigentlich meine Dinger wieder bekommen? Hallo? Gibt's da jetzt nicht? So lebt das doch hier, ne? War bei der einen Schwester auch so, ne? Bei der neunten. Na gut, dann sammle ich das eben. Boah, ich war so kurz davor, höher hoch zu leveln auch noch, ne? Gibst du jetzt einfach nicht. Na gut, warte mal hier. Das ist echt viel Teer. Sei vorsichtig. Explodieren also. Gut zu wissen. Oh Gott. Zum Glück habe ich katzenartige Reflexe. Ist jetzt hart geworden? Okay. Habe ich da irgendwas falsch gemacht gerade mit dem Respawn? Ne, das funktioniert doch so, ne? Du hast die Gegner wieder, die du einmal gehauen hast, an denen du gestorben bist, ne? Dann kriegst du deine Dinger wieder, oder? Dann krieg ich noch meine AP wieder. Was bist du denn? Hallo. Ein aufgelaufenes Schiff, was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Aber kann ich nicht. Wohl. Sieht aber so aus irgendwie, ne? Ich nehme an, da kann man doch nichts machen, ne? Da musst du eben ein paar Stunden warten, bis ich irgendwie stärker bin oder was auch immer. Kurzer Bart. Ich habe mal spontan meinen Bart wachsen lassen, ne? Mal jetzt zurück. Ist noch irgendwas?
Ich freue mich, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele es nicht so oft wie Final Fantasy 16, aber hat nichts damit zu tun, dass ich das Spiel nicht mag oder so, ne, aber... Keine Ahnung. Ich will erstmal mit einem auch fertig werden, ne. Ich bin so ungefähr die Hälfte bei Final Fantasy 16 gerade, ne. Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel sein wird. Aber kommt auch, keine Sorge. Ich fasse das schon irgendwie. Mal guckst du der Androide. Wo ist da? Nichts? Okay. Ich finde immer blöd, dass ich meine Punkte nicht zurückbekommen habe. Gibst du jetzt einfach nicht. Bin ich extra am Sparen? Prospektoren nie haben. Am Ende werden sie es verstehen, falls noch welche von ihnen übrig sind. Du, bewach den Bereich und lass die Leiche liegen. Alle sollen sehen, was hier passiert ist. Verstehen werden sie es nicht. Bewache. Okay. Ich bin so getrennt um die kümmern. Geh mal da vorbei, ne? Wie weit entfernt er sich? Sehr weit. Da hinten steht noch jemand, glaube ich, ne? Okay. Zeit für meinen Angriff. Halt, fall doch mal runter. Ich mache so viel Schaden, ne? So leicht mach ich. Nehme die Verfolgung auf. Nicht heute. Treffer. Au. Oh. Oh, ich habe von hinten geblockt, alles klar. Au. Oh. Jetzt halt die zwei Schwerter rauszupacken. Ah. Ah. Es ist ein bisschen schwierig, das Spiel. Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Ich glaube, man merkt es. So, was passiert jetzt mit meinen Erfahrungspunkten wieder? Wäre ein bisschen frustrierend, dann das macht das Level dann ein bisschen nervig dann. Und ich brauche ein bisschen Level, habe ich so ein Gefühl. Ja, alles klar. Ich muss jetzt nicht bei jedem neuen Gegner, den ich hier begegne, irgendwie sterben. Aber warum sind die auch nicht darunter gefallen? Ich bin mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Das macht mich hier schon so ein blöder Droide kaputt. Ich habe die voll geplant, darunter zu schubsen, ne? Aber hat natürlich nicht funktioniert. Oh, oh. Ja, da, der hat jetzt die Dinger, ne? Ja, ich krieg meine Dinger nicht zurück. Habe ich auch meine AP zurückbekommen? Das Spiel tut ganz schön. Da tritt mir jetzt schon in den Hintermann. Boah. Soll jetzt nicht mal.
Wie soll ich denn dann jemals irgendwie stärker werden? Das ist aber unmöglich dann. Ich muss jetzt mal hier rumlaufen. Ich mal kurz hier durch, ne? Was ist dagegen? Alles klar. Ich will zumindest hier zum nächsten Ding mehr schaffen. Nein, ist ein Meditationspunkt, ne? Also wenn ich mich, wenn ich die kaputt gekloppt habe, dann. Oh, das ist aber sehr bitter dann. Meine Erfahrungspunkte nicht zurückbekomme. Ich weiß gar nicht, auf wen ich als erstes losgehen will. Ich glaube schon eher auf den Druiden, ne? Und der steht mir dann vor dem Weg hier. Oh. Oh mein Gott. Nehmen wir mal. So. Ich brauche einen Stim, Kumpel. Oh mein Gott. Viel zu knapp. Spiel ist nicht einfach. Diese Raider sind eiskalte Killer. Ich habe so viele Erfahrungspunkte, man, die sind hier alle weg. Funktioniert halt nicht mehr so hier. Muss ja echt irgendwie hier so ein bisschen trainieren, wenn ich da halt so weitergeht. Oh, Schnellreise. Oh mein Gott. Ich glaube, da wird's ja wohl sehr viel einfacher machen dann, ne? So, wir spielen noch ein ganz kleines bisschen, ne? Wenn man schnell reisen kann, dann wird da ja sehr viel einfacher machen in diesem Spiel. Aber ist halt irgendwie so ein Bossviech oder so. Stimmt, ne? Was ist das? Das Ding mache ich fertig, ne? Ja. So viel Schaden nimmt er aber auch. Und auch sehr viel Schaden. Da ist auch gefallen. Die Animation hat mich ein bisschen verwirrt, so diese Verlangsamung. Ich glaube, diese Viecher, die konnte man schon auf diesen einen Planeten ja bekämpfen, ne? Datum hier. Aha. Das hier war ein Zuhause. Hier glaube ich die gleichen Moves so. Zivilisation verscheucht worden. Wo ist das? Oh, da war doch irgendwas Cooles, ne? Mehr Macht oder so, ne? Oh ja. Das brauche ich. Danke. Am liebsten würde ich jetzt noch hier so ein Level abholen, ne? Aber weiß ich nicht. Gucken wir uns noch so ein ganz kleines bisschen da um, ne? Ja, versuchen die da Platz zu machen. Ich kriege ja noch ein paar Erfahrungspunkte, ne? Erst dann fühle ich mich, glaube ich, ein bisschen sicherer. So, ich habe mich vielleicht heilen sollen wegen meinen Stamps. Habe ich mal. Ich kann auch noch mal gegen das Viech kämpfen, hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Ach, gucken wir uns mal hier um. Oh, ist er mir hinterher gesprungen. Habe ich so voll spät noch gehört, ey. Karl.
Ganz ruhig. Ah. Was ist das? Ich glaube, ich habe noch so ein Viech. Wo bin ich hier gerade? Hi. Hm. Wasser. Die Dämme halten kaum noch zusammen. Oh. Wollte schon sagen, wollte die Pflanze gerade scannen, die ich gerade hier abschlachte. Mal hier unten noch. Oh, oh Gott. Katzen hat die Reflexe, ich sag's doch. Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Ich hau den Ding gar nicht. Ich stirb. Ich treffe das Ding nicht. Okay, so viele Wege zum Gehen. Was ist das? Hey, nicht schlecht. Also die Macht zu haben, ne, wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne, wenn du einfach so Sachen. Oh, warte mal. Nicht kaputt. Muss man blinken. So die Macht zu haben wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne. Du kannst so Sachen nicht heranziehen, ne. Lässt die Fernbedienung fallen, machst einfach. Schon, dass sie die wieder da, ne? Gott. Oh, sind die? Wer bist du? Oh, ich hoffe, sie sind okay. Wer bist du? Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was machen die Raider hier? Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja, und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Ja, das hoffe ich auch. Gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich. Sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Okay. Kann den Lift hier nicht benutzen. Okay. Das Spiel wird hier überall runtergehe. Ich glaube, ich noch mit dem einen Viech. Weil er hat gute Erfahrungspunkte gegeben. Und irgendwie muss ich ja nach Erfahrungspunkte wieder nachholen, ne? Wasser taucht hier nicht mehr auf. Doch, taucht's. So ein bisschen mehr HP, um das Spiel ein bisschen einfacher zu machen. Ich werde jetzt auch nicht aus Spiel machen. So. Doch, da muss ich noch scannen. Aber ich konnte ihn nicht scannen, weil er mir letztens runtergefallen ist. Okay. Na komm, das Level probieren wir uns jetzt noch. Ne? Ich will jetzt auch nicht offscreen hier hinkommen und sagen so, oh, ich habe hier voll alles platt gemacht, ne? Und voll viele Erfahrungspunkte. Ich
Ich will auf Großmeister, so ein paar Sachen brauche ich, ne? Ich brauche nicht alle Sachen, aber ich glaube, mehr AP werde ich definitiv bauen, weil sonst man sieht ja, wie das hier abgelaufen ist, hier die letzten 10 Minuten. Und hey, wenn ich wieder verliere, dann habe ich halt Pech gehabt, ne? Was gar nicht so unwahrscheinlich ist hier. Ich habe hier doch. Gib mir den Stopp. So unwahrscheinlich das hier bei Kiss hat auch nicht. So, ah, komm. So, ich war jetzt noch einmal platt. Ja, ich meine erweiterte Gesundheit. Danach brauche ich nicht mehr so grinden, habe ich so ein Gefühl, ne? Die Gesundheit ist irgendwie so das Einzige, was ich so wirklich brauche, um zu überleben, habe ich so ein Gefühl. So mehr Kombos und was weiß ich nicht alles, was man freischalten kann, das ist jetzt nicht so wichtig. Also ein paar HP wären, glaube ich, nicht schlecht. Außerdem stehen mir die zu, okay? Ich werde das hier machen. Das ist also nur der Ultimate oder so ein Limit-Angriff, ne? Ah. Oh, back ist er. So, jetzt habe ich einen Fähigkeitspunkt. Jetzt gehen wir dahin, holen unser HP ab. Und dann machen wir beim nächsten Part weiter, ne? Gut, alles klar. Bin ich gut, der hier zustimmt. So. Ich will auf links. Überleben. Ja, würde ich gerne. Das wollte ich nicht. Das hier, ne? Kalt maximal Leben erhöht sich. Das ist einfach notwendig. So, und hier auf. Ich weiß nicht, ob man das schon lernen kann. Kalt maximal Leben erhöht sich. Aber es ist auch so egal. So. Ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus, ne? Gut. So, beim nächsten Mal drehen schon wieder was anderes. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier Feierabend für heute, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann. Oh, wir sind schon fast da, sehe ich gerade. Hier müssen wir nämlich hin. Und ja, dann gucken wir mal uns beim nächsten Mal hier in Kobo weiter um. Und ja, mit mehr AP sollte das hoffentlich einfacher sein. Ein ganz klein wenig, ne? Und ja. Guck mal, wie das abläuft, ne? Ich bedanke mich jedenfalls alle herzlich bei Zuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr tut mal irgendwie so ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Da würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Huh. Ha. Ich wollte gerade Sim aktivieren, aber geht nicht bei voller AP anscheinend. Schaut euch mal Lichtschwert an. Bye.